Der 14. Troma Triathlon steht vor der Tür. Das Event wird aus sportlicher Sicht heuer noch bedeutsamer, denn erstmals ist man Teil der internationalen Professional Triathletes Organization. Matthias Jandl hat die Details. Vom 14. bis 16. Juli werden voraussichtlich über 1500 Triathlon-begeisterte Sportler aus über 13 Ländern in Obertrum bei der 14. Auflage des Truma Triathlons zugegen sein. Für viele ein Pflichttermin aus unterschiedlichen Gründen. Der Stellenwert vom Truma Triathlon steigt in der Szene, vor allem auch seitdem der Patrick Lange bei uns den Streckenrekord gemacht hat. Und diesen zu jagen und quasi den Streckenrekord von einem Weltmeister zu unterbieten, wird immer mehr zum Ziel. Und so gelangen wir zu immer mehr internationalem Zuspruch. Und es wird definitiv sehr spannend werden und hat auch dementsprechend dann Anerkennung in der internationalen Triathlon-Szene. Die ab diesem Jahr aufgrund einer Neuerung zusätzlich motiviert wird, beim Truma Triathlon dabei zu sein. Der Truma Triathlon ist heuer erstes Mal offizielles PTO-Ranking-Race sozusagen. Und das zieht natürlich nationale und internationale Top-Athleten an, weil die ganz einfach Punkte für die Weltrangliste sammeln können, sie erstmalig beim Truma Triathlon. Und somit ist das sportlich hochwertig für jeden Athleten, jeden Profiathleten, der dann dort am Start ist. Auch aus unseren eigenen Reihen, wir haben einen Haufen Pure-Athleten am Start, auch die drei Herren, die voriges Jahr das Podium bestimmt haben. Ruben Zebundke, der ganz knapp am Streckenrekord vorbeigeschrammt ist, wird heuer versuchen, seinen Titel zu verteidigen. Marc Eggeling, der voriges Jahr Zweiter wurde und Matthias Hohlrieder, der Dritter wurde. Und natürlich ist auch der Streckenrekord des Ironman-Weltmeisters Patrick Lange beim diesjährigen Rennen ein Thema. Gemeinsam mit dem Gruber Sepp hat sich eben Raiffeisen überlegt, wie kann man diese sportliche Leistung honorieren. Und dabei ist eben das Thema Streckenrekord und Preisgeld für den Streckenrekord auf den Tisch gekommen. Und das wird Raiffeisen auch in diesem Jahr gerne wieder machen. Für alle, die beim Truma Triathlon nicht teilnehmen, aber trotzdem aktiv dabei sein möchten, gibt es noch folgende Möglichkeit. Also wir brauchen um die 500 Helfer für das ganze Wochenende. Wir haben derzeit, glaube ich, um die 300, 350, also wir bräuchten noch 150. Und der Aufwand für den Helfer ist sehr überschaubar. Wie gesagt, der braucht immer nur 2-3 Stunden irgendwo als Streckenposten. Wie gesagt, es ist wichtig, dass die Straße alles abgesperrt ist, damit der Sportler sich beruhigt da bewegen kann.